Welcome to the RPG Scene mit mir, dem Ishimuro. Und wir spielen weiter Star Wars Empire War Forces of Corruption. Boah, ist das ein langer Name. Ich habe eine Flotte jetzt zusammengestellt. Und wie ihr seht, habe ich noch nicht alle Planeten umkreist erobert. Denn als Zen-Konsortium macht es sich echt besser, wenn man die Sachen hier benutzen kann. Also Piraterie zum Beispiel. Oder hier könnte ich dann den Schwarzmarkt draufpacken. Das lernen wir alles noch später. Erstmal soll ich nach Yavin 4. Warte mal, du gehst mal weg da. Dich brauche ich da gar nicht. Guck mal, Nalhatta. Und bitte lass mich nicht versaubeuteln. Wie es aussieht, haben die Rebellen den Todesstern des Imperators gesprengt, während ich woanders in der Galaxis beschäftigt war. Zum Glück ist der Kadaver noch frisch, die Aasgeier haben ihn noch nicht bis auf die Knochen abgenagt. Wenn die Datenkapseln abgeworfen wurden und ich sie vor den Rebellen finde, komme ich vielleicht an wichtige Informationen über die versteckten Tresore des Imperators. Wir haben den äußeren Bereich gescannt. Keine Anzeichen von gegnerischen Flottenbewegungen. Das habe ich erwartet. Ich will eine gründliche Durchsuchung dieses Schuttfeldes. Nehmt alles mit, was von Wert ist. Aber schnell! Noch einen letzten Durchgang. Es muss hier etwas Wertvolles geben. Das sieht nach anfliegenden Rebellenschiffen aus. Identifiziert euch. Übermittelt sofort eure Codes. So dicht sind die reingekommen. Die Rebellen auf. Wir brauchen mehr Zeit. Feuer frei. Greife Gegner an. Viper-Geschwader meldet sich. Stingray meldet sich wie befohlen. Gegner nähern sich. Feuer macht frei. Euch bereit. Ich kann dich ja alle nehmen. Sonst immer in den Raumschlachten versuche ich es wirklich zu trennen, damit halt meine Jäger nicht von den Pennern weggekillt werden. Aber na gut, es soll halt so sein. Es piept. Na komm, Taibe. Na komm. Nur sinnloses Geschwafel irgendwelcher Gouverneure. Sucht eine andere. Immer diese Gouverneure, gell? Bleibt in Formation. Oh Gott, das könnte lange. Wir warten im Anflug. Haltet die Position. Wir brauchen mehr Zeit für die Reparaturen. Wie amüsant. Imperiale Schiffe, die ihre Wunden lecken. Oh. Und du in die große Vision des Imperators passt? Da ist der Code. Schaltet eure Transponder um und reiht euch in Sands Schlachtlinie ein. Ihr elenden Verräter! Das wird Lord Vader erfahren! Willkommen an Bord, meine Herren! An die nicht identifizierten Schiffe. Ihr dringt unbefugt in einen Raumsektor der Allianz ein. Ergebt euch sofort und lasst unser Enter-Kommando an Bord. Eine Kapitulation kommt nicht in Frage. Sollten die Gegner sich gegenseitig bekämpfen. Konzentriert euch auf die Datenkapseln! Ist das geil! Und plötzlich hatte ich Tatankreuzer. Ich dachte schon, what the fuck? Oh, das sind viele Torpedos. Ja, ich versuche hier die Datenkapseln zu finden. Tsch, ihr elenden Verräter! Das wird Lord Vader erfahren. Ja, nicht, wenn ich dich vorher umbringe. Oh, schaut nur, die Rebellen setzen Abwehrsatelliten ein. Lasst euch durch ihr Spielzeug nicht von unserer Operation ablenken. Im Vorbeiflug. Göttlich. Ich aus. Tschu, 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 tschu. Die Torpedos werden zwar nicht mehr ankommen, aber hey. Ah! Sie da piept's doch. Wir sind in Angriff. Hey, Taiber. In dieser hier geht es um ein neues Kriegsschiff. Ich habe noch nie einen so ehrgeizigen Entwurf gesehen. Mal abgesehen vom Todesstern. Es wird offenbar in den Werften von Kuat gebaut, hinter Rest. Sammeln wir doch noch ein paar Datenkapseln auf. Ah. Ihr könnt nicht entkommen. Da ist noch eine Datenkapsel. Wie erwartet. Wow, das ist ja so ein Todessternfragment. Ganz dezent. Hier meine Kamera gerutscht. Sieht aus, als enthielte diese hier Informationen über das Archiv des Imperators. Faszinierend. Haltet Ausschau nach weiteren Kapseln. Sie werden ein schmähliches Ende finden. Das ist der Code. Es ist gut gemacht gewesen. Ich hab gar nicht mit gerechnet. Das ist nicht euer Kampf.
Verschwindet oder wir packen euch zu dem anderen Schrott. Schüttelt diese Insekten ab. Überlasst sie den Rebellen. Einem wirklich vorbereiteten Gegner sind sie nicht gewachsen. Ja, von wegen, überlasst sie den Rebellen. Da muss ich mit beiden rumkloppen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Wir haben uns als Ziel erfasst. Der da gehört mir. So, jetzt gehen wir wieder alle hier zum Angriff über. Meine Herren. Ich brauche Hilfe! Oh, Raumschlachten. Schon mal erwähnt, dass es nichts Geileres gibt. Ich habe letztens gesehen, dass es einen Mod gibt für dieses Spiel, das sozusagen die Republik-Ära nachspielt. Wollte ich mir sofort ziehen, aber naja, habe ich halt nicht gemacht. Wenn ihr das Ding haben wollt, dann müsst ihr dafür bezahlen. Was für eine Unverschämtheit. Die haben unsere Datenkapsel. Lasst das Schiff nicht entkommen. Da fliegt eine riesige imperiale Flotte direkt auf uns zu. Das dürfte dann die unvermeidliche imperiale Flotte sein. Wir haben keine Chance gegen diesen Zerstörer. Wir verlassen das System. Macht euch bereit. Der Pirat hat die Datenkapsel abgeworfen. Sammelt sie sofort auf. Ich will den Zerstörer locker fertig machen. Das reicht. Wir haben, weswegen wir hergekommen sind. Vorbereiten auf Hyperraumsprung. Woo! Und warum? Weil ich so ein Badass bin. Njo. Nun schaut euch das bloß mal an. Ich liebe es, wenn ich recht habe. Was habt ihr gefunden? Ich habe die aufgezeichneten Unterlagen des Imperators ausgewertet und ich glaube, diese Tresore sind äußerst real. Außerdem sind technische Pläne für neue Schiffe darunter und vor allem Terminpläne für das neue Flaggschiff des Imperators, das über Kuat gebaut wird. Das muss das größte Schiff der imperialen Flotte sein. Das ist es auch. Aber diesen Unterlagen zufolge hat es der Imperator in letzter Zeit des Öfteren besucht. Und wenn er dort war, muss es dort auch einen Zugang zu seinen privaten Dateien geben. Die Positionen der Tresore sind dort gespeichert? Ja. Und mit den Reichtümern aus diesen Tresoren kann ich ein Verbrecherimperium errichten, gegen das die Black Sun aussehen wie eine Bande von Kneipenschlägern. Wir müssten das Schiff infiltrieren und uns dann Zugang zu den Privatdateien des Imperators verschaffen. Das wird nicht leicht. Details, Uri. Kleinigkeiten. Solange das Schiff da ist, finden wir auch einen Weg an Bord und zu den Daten, die wir wollen. Aber ich starte keinen Überfall auf Kuat, solange ich nicht sicher weiß, dass das Schiff da ist, wo es sein soll. Das müssen wir irgendwie überprüfen. Auf dem Schwarzmarkt von Kuat könnte es diese Information geben. Ich wollte auf Kuat sowieso ein paar neue Spielzeuge für unsere Soldaten besorgen. Jabba ist mir zu still in letzter Zeit. Er wird uns bald wieder einen Besuch abstatten und dann möchte ich lieber ein paar Überraschungen für ihn bereit haben. Einsatzlogbuch aktualisiert. Die Black Sun Piraten sind halt die größte Vereinigung, oder die Black Sun ist die größte Verbrechervereinigung, die es bis jetzt so im Star-Universum gibt. Wir haben sich, gab es schon damals, vor 1000 Jahren. Nachdem unser Verderber nun den Schwarzmarkt eingerichtet hat, kann ich kaufen, was ich brauche. Und vielleicht noch mehr über das Flaggschiff des Imperators erfahren. Einsatzlogbuch aktualisiert. Oh, imperialen Sternzerstörer, schön. AT-ATs, oh. Ah, Disruptors, endlich. Oh. Die lösen Durastahl auf, Holz, Fleisch, fast alles. Genau richtig, um große störende Hindernisse zu beseitigen. Wie Jabba beispielsweise. Neue Bauoptionen. Oh, muss ich husten. Der war gut. Auch die Schwarzmärkte auf den Rebellenwelten zu überprüfen. Vielleicht haben sie Waffen entdeckt, die das Imperium gar nicht kennt. Es scheint sehr schwierig zu werden, in dieses Schiff zu gelangen. Was für einen schönen Namen es trägt. Eclipse. Genau wie eine Eclipse hat es mir den Blick auf die komplette Werft versperrt. Können wir näher ran, um es uns genauer anzusehen? Die haben eine ganze Armada von Schiffen abgestellt, um dieses Ding zu bewachen. Und ich bezweifle, dass sie öffentliche Besichtigungsführungen veranstalten. Trotzdem muss es einen Weg geben. Ich lasse mir etwas einfallen, Uri. Mach ich doch immer. Ach, sieh. Müsste ja gleich dann die Ansage kommen, was er sich hat einfallen. Was? Unsere Kasernen wurden zerstört. Uns erreichen aus allen Sektoren Berichte über simultane Bombardements und Scharfschützenüberfälle.
Die Abwehr unserer Hauptstützpunkte hält noch. Aber das Konsortium hat in der ganzen Galaxis schwere Schäden erlitten. Noch keine Angaben, wer hinter den Angriffen steckt. Jabba ist jetzt ein viel wichtigerer Bestandteil meiner Pläne geworden. Ich werde ihn töten. Aber erst muss ich sicherstellen, dass er genug Zeit hat zu leiden. Er hat den ersten Schlag geführt, was mich ärgert, aber ich werde es ihm heimzahlen, dass es ihm dreimal so viel kostet. Ucha Tribe, Wana Roko Bola Milia, Ichintoa Kaskawokal und Torunchalinke, Yano Akapulu, Variakomoto Toaina. Jabba, wie fühlt man sich auf so einer Wüstenwelt? Seid ihr immer noch nicht tot und vertrocknet? Schade! Und jetzt verschwindet aus meiner Frequenz! Wie hat er uns hier gefunden? Wir haben das Signal nach Soloikami zurückverfolgt. Offenbar betreibt Jabba dort eine kleine Kommtstation. Ich will diese Station haben, damit wir auch mal ein bisschen lauschen können. Wir müssen Soloikami ein wenig auf unsere Landung vorbereiten. Einsatzlogbuch. Sabotage, jawohl. Jetzt kommt ja Schlag auf Schlag hier Wissen. Und dann kann man da so schön erst korrumpieren. Also sollte ich noch so ein Ding ins Bauen. Anwerbung läuft. Geldmengen, Sonderfähigkeit. Was ist denn? Oh, das ist was für mich. Nee, nehmen wir uns die organisierte Kriminalität. Und wenn ich halt so... Ja, gesehen, das hat mich 3 Grenadiere gekostet. Gemacht, die wurden jetzt vermutlich aus dieser... Suchen und vernichten wir Jabbas Ansiedlung auf diesem Planeten. Einsatzlogbuch aktualisiert. So, ja, so, da haben wir unseren zweiten Verderber. Und zip, 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 zirip, fliegt er dahin und bald... Irgendwann die ganze Galaxie halt so geil, gelb, neblig. Das ist richtig cool. Ist nicht kürzer dadurch? Der Schildgenerator ist unser Ziel. Schaltet ihn aus. Ich will diesen Planeten besitzen. Sorgt dafür, dass es geschieht, Urai. Einsatzlogbuch aktualisiert. 333. Bestätige eure Übertragung. Hochziehen. Truppen werden angeworben. So eine Typen haben. Sturmtruppen. Machen wir noch einen Quick Save. Denn die haben jetzt ja Disruptors. Bam. Take that, bitches. Ausbildung läuft. Was habe ich dann noch in der Armee? Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Aber ist schon fast eine Viertelstunde vorbei. Das machen wir erst in den nächsten... Oh, ist der Jabba als Einheit wirklich? Also ein Hutfield Commander und ein Twi'lek Commando Soldat. Bam. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Empire at Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Ob ich das jemals richtig aussprechen werde? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es erleben. Bis dann.